Da sind wir auch schon. Also. Zack. Der altbekannte Handy-Hintergrund hier. Ein paar Wolken, Gras, Steine. Dann wollen wir doch mal loslegen. Aufgehört haben wir letztes Mal damit, dass wir es schafften, in ja, diese Dating-App reinzugucken. Wir haben uns bisher die Sachen von Samthing, dem einen Account von Sam, angeguckt. Was uns wohl schon ein bisschen aufgefallen ist das letzte Mal, dass Sam sich nicht so ganz sicher ist bezüglich seiner sexuellen Orientierung. All das relativ weitflächig. Und das verstärkte sich dann natürlich auch massiv noch dadurch, wenn man dann sieht, dass er oder sie, also eindeutig erstmal er, in den bisherigen Posts von ihm, wurde ja auch immer als Samuel angesprochen, zwei Accounts gemacht hat. Einmal Samthing als männlicher Account und dann einmal Samthing Else als weiblicher Account. Alter, aber das gleiche. Na, dann schauen wir doch mal rein. Erst einmal lesen wir uns die Beschreibung durch. Ich bin 18 Jahre alt, weiblich, nett und habe blaue Augen. Ich mag Brettspiele, Jazz und gute Filme. Ich lese nicht besonders gern. Ich komme gerade aus einer schwierigen, komplizierten Beziehung. Was ich hier suche, weiß ich noch gar nicht so genau. Die große Liebe vielleicht? Ob man sowas im Internet finden kann? Naja, man weiß ja nie. Ein Foto von mir lade ich nicht hoch. Ich fühle mich nicht wirklich glücklich mit meinem Aussehen. Aber vielleicht zeige ich dir eines Tages eins, wenn die Zeit kommt. Lake Water on Tap. Online-Dating? Ich nehme die Sache nicht allzu wichtig. Wollte mich nur mal umschauen. Freue mich aber, wenn ihr Hallo sagt. Sexy Brokkoli. Geil. Und FK108. Beide aber mit nicht kompletten Profilen. Warte mal ganz kurz hier reingucken. Ja, also. Die ersten beiden Absätze sind in beiden Profilen auch gleich. Und dann schauen wir doch mal in Something Else's Nachrichten. Fangen wir an, sind das die. Die Ältesten sind natürlich ganz unten. Und wir fangen bei den Ältesten an. Das hier ist natürlich die Nachricht bezüglich des Accounts. Dann von Nice Guy. Hallo, dein Profil sieht interessant aus. Ich würde dich gerne kennenlernen. Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen? Ich komme gerade aus einer Beziehung und bin erstmal nur auf der Suche nach neuen Freunden. Von Byron78. Hallo, ich heiße Paul und ich bin neu hier. Ich suche eine Frau, die sich ein volles Leben wünscht und mit mir Kinder haben will. Eine große, schöne Familie wäre mein Traum. Meine Frau würde ich mein Leben lang auf Händen tragen und alles dafür tun, dass sie glücklich ist und sich wie eine Prinzessin fühlt. Ein paar Worte zu mir. Ich bin sympathisch und habe ein festes, gut bezahltes Anstellungsverhältnis. Ich mag schöne Frauen, ins Kino gehen und gute Restaurants. Leider ist es im Moment nicht möglich, dass wir uns persönlich treffen, denn ich lebe in Evikastan. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, lasse ich dir meine Telefonnummer zukommen. Dann können wir uns unterhalten und uns besser kennenlernen. Gerne hätte ich ein Foto von deinem hübschen Gesicht und natürlich würde ich dir auch Bilder von mir mit Familie zuschicken. Bitte antworte mir. Das ist schon ein bisschen skurril. So, von Mirko hier. Hallo Süße, dein Profil fasziniert mich. Es sagt so vieles aus. Ich frage mich, wer sich hinter diesen schönen Worten verbirgt. Schade, dass du kein Foto hast. Ich würde gerne deine Augen sehen und dein bezauberndes Lächeln. Hast du eine Webcam? Lebst du in der Nähe oder bist du nur zu Besuch? Ich habe eine große Wohnung. In der Nähe. Mal ganz kurz gucken. Gut, ein Ort ist hier nicht wirklich angegeben, aber wenn das jetzt zum Beispiel so ist wie die meisten von diesen Online-Dating-Apps, dann, weil es ja auf dem Handy ist, dann wird da manchmal so, ja, Hits in der Umgebung angezeigt. Dementsprechend könnte es sein, dass das vielleicht auch dieser in Anführungszeichen Buchmesse gewesen ist. Wer weiß. Naja. Von Gavilan MX. Hi, hast du ein Foto? Solides Intro. Genau so würde ich mich immer vorstellen. Ne?
Ich finde, man sollte sich besonders bei sowas immer ein bisschen darüber Gedanken machen, wie das auch im echten Leben wirken würde, wenn man das macht. Man sagt, hallo, hast du ein Foto? Ja. Von Roland 89. Ein sehr aussagekräftiges Bild. Also erstmal nur den Mittelteil deines Körpers zeigen. Hi, wollen wir uns treffen? Ich bin nett und suche Spaß. Vielleicht auch mehr. Bin gut ausgestattet. Winky Face, Winky Face. Schön. Von Feel Free. Oh, da hat Sam zuerst geschrieben. Hallo, Feel Free. Hallo, something else. Winky Face? Ist Phil dein echter Name? Ich heiße Sam. Cool, ja, ich heiße Phil. Dann hoffe ich, dass du mit Nachnamen Free heißt. Das wäre jedenfalls total lustig. Ich hoffe nicht nur mein Nickname hat deine Aufmerksamkeit geweckt. Nee, mir hat dein ganzes Profil gefallen. Besonders weil du so offen damit umgehst, dass du bisexuell bist und weil du gegen jede Form von Diskriminierung bist. Dein Profil ist ganz anders als alle anderen. Ich jedenfalls kriege Lust, es mehrmals zu lesen. Vermutlich, weil es etwas Positives ausstrahlt. Da werde ich ja ganz rot, danke. Ich mein's ernst, dein Profil inspiriert. Und ich finde dich sehr mutig. Naja, so mutig ist es auch wieder nicht, im Internet unter Pseudonym ehrlich zu sein. Im echten Leben ging es mit dem zu mir stehen nicht ganz so schnell. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ach so? Und wie hast du das gemacht, dass du auch im echten Leben offen sein konntest? Meine Freunde aus dem LGBT-Zentrum in meiner Stadt haben mir sehr geholfen. LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Ausrufezeichen. Von ihnen habe ich mich verstanden gefühlt. So habe ich immer mehr gemerkt, dass ich gar kein seltsames, abnormales Etwas bin, sondern dass ich einfach akzeptieren muss, dass ich bin, wie ich bin. Was LGBT ist, musst du mir gar nicht erklären. Ich gehe auch selbst ins LGBT-Zentrum in meiner Stadt. Ah, dann bist du auch bisexuell? Das erkläre ich dir beim nächsten Mal. Jetzt muss ich aber los. Bei mir kommt morgen großer Familienbesuch und da sollte ich heute nicht zu spät ins Bett. Okay, bis die Tage. Hi Sam, wie geht's? Wie war dein Familienbesuch? Hallo Phil, ehrlich gesagt, nicht so toll. Oh, was ist denn passiert? Naja, sagen wir, ich komme aus einer ziemlich konservativen Familie, die mit dem ganzen Thema LGBT nicht wirklich offen umgeht. Verstehst du, was ich meine? Total. Du hast also dich outen wollen und das ist schiefgegangen? Oh nein, das brauche ich nicht mal zu versuchen. Die würden mich sofort hochkant vor die Tür setzen. Autsch. Das ist natürlich mies. Meinst du echt, das würde sie so sehr stören, dass ihre Tochter halt bisexuell ist? Tja, das würden sie vielleicht noch durchgehen lassen. Wenn sie allerdings wüssten, dass ihr Sohn in Wirklichkeit eine Tochter ist und noch dazu womöglich bisexuell, da sieht die Lage schon anders aus. Ah. Ja. Da waren unsere Vermutungen schon mal gar nicht so unglaublich falsch. Ah, verstehe, du bist eine Transfrau. Das hattest du mir gar nicht gesagt. Tut mir leid. Schockiert dich das? Stört es dich? Nö, gar nicht. Ich wäre der Letzte, der dich deswegen verurteilt. Versprochen. Einige meiner Freunde im LGBT-Zentrum sind ebenfalls trans. Und da bekomme ich mit, wie ätzend der Alltag. Ich habe ja extra in dem Post gesagt, besorgt euch Kaffee vorher. Und genau das habe ich ja gemacht. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ah, schon direkt viel besser. Wie ätzend der Alltag für sie manchmal sein kann. Familie ist eine Sache, aber die Meinungen und Kommentare von anderen sind nochmal ein neues Kaliber. Viele Leute nehmen sich plötzlich das Recht heraus, ungefragt ihren Senf dazu abzugeben, wie meine Freunde ihr Leben leben. Leute, die sie oft nur ganz flüchtig kennen. Echt? Zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die immer wieder auf der Straße angequatscht und gefragt wird, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Als würde die Antwort darauf irgendetwas verändern. Oder ein anderer Freund von mir. Wenn er neue Leute kennenlernt und dann irgendwann erzählt, dass er trans ist, bekommt er oft Fragen nach dem Motto, wie läuft das denn eigentlich beim Sex? Sowas fragt man doch niemanden, den man eben erst kennengelernt hat. Aber sobald die Leute wissen, dass du trans bist, meinen manche, sie könnten sich alles erlauben. Das klingt echt nicht so toll. Zu mir hat noch kaum jemand was gesagt, aber das ist wohl bloß, weil ich mich noch bei fast niemandem geoutet habe. Es ist schwer, sich zu akzeptieren und ehrlich zu sich selbst zu sein, aber der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Ich finde das schwierig.
Ich bin noch so jung, finde ich. Ich fühle mich insgesamt nicht wohl in meiner Haut, aber mein ganzes Umfeld weiß davon nichts. Meine Eltern sind nicht gerade tolerant. Sie denken, ich sei der perfekte Sohn. Dein Umfeld, sagst du? Hast du schon mal versucht, mit irgendjemandem darüber zu reden? Ja, mehr oder weniger. Mit ein paar Leuten. Sorry, das geht mich auch gar nichts an. Ich wollte nur helfen. Aber wir müssen nicht darüber reden, wenn du nicht willst. Nein! Also, doch, ich will gerne mit dir darüber reden. Ich habe das Gefühl, dass du mir zuhörst. Bei dir fühle ich mich sicher. Meinen Eltern kann ich mich auf gar keinen Fall anvertrauen. Sie lieben mich nicht für das, was ich bin, sondern für das, was sie wünschten, dass ich wäre. Oh, das ist ziemlich fies. Also, wenn du mit deiner Familie wirklich gar nicht reden kannst, gibt es durchaus LGBT-Zentren, die Unterkünfte vermitteln. Gerade für Jugendliche, die von zu Hause raus wollen müssen. Oh, echt? Gut zu wissen. Hast du Freunde, denen du dich anvertrauen kannst und die wissen, dass du trans bist? Meine beste Freundin Alice weiß Bescheid. Ihr kann ich vertrauen. Puh, das ist schon mal eine Erleuchtung. Erzähl mir ein bisschen von ihr. Sie ist mir direkt sympathisch. Ich habe sie vor einer Weile in einem Brettspieltreff kennengelernt, wo ich sonntags immer hingegangen bin. Die Sache ist die, ich habe da immer als Mädchen. Ich bin. Oh, hoho. Die Sache ist die, ich bin da immer als Mädchen hingegangen. Ich habe mich sogar Samira genannt. Und habe sogar immer eine Perücke getragen. Wow. Mutig, mutig. Cool, dass du dich das getraut hast. Und das ist krass. Das. Ja. Deswegen halt auch immer dieses, ob Melissa auch beim Brettspieletreff ist, aber dass sie halt nie da ist, natürlich nicht. Denn wenn Melissa da hingegangen wäre, dann hätte Sam nicht als Mädchen gehen können. Beziehungsweise wäre sofort aufgefallen. Verrückt. Danke. Allerdings ist das am Ende ziemlich schief gegangen. Seine dumme Nuss hat herausgefunden, wer ich bin und hat mir gedroht, mich bei den anderen auffliegen zu lassen. Seitdem gehe ich nicht mehr hin. Lass das nicht mit dir machen. Hast du dich sonst noch wohin gewandt? Also nicht nur an das LGBT-Zentrum, sondern dann und du und deine Freundin Alice. Vor ein paar Monaten hat mir von meinen Freunden jemand ein Forum für junge Transgender empfohlen. Er ist ziemlich neu und ziemlich klein, aber die Leute scheinen echt nett zu sein. Hier ist der Link. Da ist ein Link, da klicke ich gleich mal drauf. Jetzt noch nicht. Das Forum kenne ich. Ich bin da sogar selbst Mitglied. Kann sein, dass ich mit deinen Freunden selbst schon zu tun hatte. Möglich wär's. Wenn du magst, frage ich mal nach, ob du von ihnen eine Einladung zum VIP des Forums bekommen kannst. Danke, nicht nötig. Da bin ich schon drin. Da. Jetzt bin ich wirklich neugierig, wie du aussiehst. Ich würde richtig gerne ein Foto von dir sehen, auf dem du lächelst und dich gut in deinem Körper fühlst. Oder mit deiner Perücke. Natürlich nur, wenn das für dich okay ist. Wenn nicht, kein Thema. Es gibt nur ein Foto, wo ich finde, dass ich hübsch aussehe. Ich müsste es bloß finden. Von meinem Telefon habe ich es gelöscht. Aber irgendwann hatte ich es mal bei BU gepostet. Ich durchforste nochmal das Forum, um es wiederzufinden. Aber nur, wenn du auch eins von dir schickst. Deal. Siehe Anhang. Das bin ich. Ah, Fluffy her! Jetzt auf Fluffy! Sympathisch. Du bist echt süß, Phil. Besten Dank, meine Holde. Jetzt bist du an der Reihe. Das bin ich. Verurteile mich nicht, bitte nicht dafür. Da müssen wir noch einen Entwurf. Da kann man potenziell noch ein Foto reintun, aber wir haben gerade keins, das ihn als sie zeigt. Ah ja, genau. Zack. Ein bisschen höher um da. Okay. Das ist also das Forum. Na, dann gucken wir uns da doch mal ein bisschen durch. Die Netiquette. Ja, Netiquette kennen die meisten von uns, ne? Vorstellungsrunde. Willkommen bei der Vorstellungsrunde. Erzählt uns ein bisschen was über euch. Kleine Erinnerungen, bitte anonym bleiben, keine Fotos reinstellen und keine Adressen oder sonstige Infos nennen, anhand derer ihr einfach zu finden wärt. Dafür ist der VIP-Bereich da. Ich mach direkt mal den Anfang, dann seid ihr vielleicht weniger schüchtern. Also, ich bin Tessie Star, ich bin 22, ich bin eine Transfrau und ich nehme seit 3 Jahren Hormone. Für mich war immer klar, dass ich eine Frau bin. Schon als kleines Kind wollte ich nur mit Puppen spielen und die Schminke von meiner Mama klauen. Sie fand das immer ganz lustig. Ich habe noch 3 ältere Brüder und ich glaube, meine Mutter fand es zur Abwechslung mal ganz nett, dass sich einer ihrer Söhne für die gleichen Dinge interessierte wie sie. Ich hatte das Glück, in einer super offenen Stadt aufzuwachsen. Noch dazu habe ich eine Tante, die trans ist und ihr Coming Out lange vor mir gemacht hat. Sie wurde in der Familie immer akzeptiert, wie sie ist.
Wenn man sich allerdings im Internet umschaut, merkt man schnell, dass es nicht für alle so leicht ist, ihre Transidentität auszuleben. Beim Anblick mancher Statistiken wird mir ganz anders. Transgender versuchen zum Beispiel viel häufiger, sich das Leben zu nehmen. Das war für mich der Anlass, dieses Forum ins Leben zu rufen. Ich dachte mir, vielleicht gibt es junge Leute, die Unterstützung brauchen oder einfach einen Ort, an dem sie reden können, die sich aber nicht unbedingt trauen, in ein LGBT-Zentrum zu gehen oder die es vorziehen, im Internet anonym zu bleiben. Und das ist total super, finde ich. Sowas finde ich so, ja. Das ist natürlich fürchterlich, wenn es denn so ist, und ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass sich Transgender häufiger das Leben nehmen als statistisch gesehen als andere. Und dann ist es natürlich genau richtig, sowas hier zu machen. Hallo, ich bin Something, 17 Jahre alt, und ich weiß nicht genau, was ich bin. Außer verwirrt, das bin ich ganz sicher. In meiner Stadt sind die Leute ziemlich traditionell, engstirnig und konservativ. Daran liegt es vielleicht auch, dass ich dort nie jemandem begegnet bin, der offen homosexuell ist. Von Trans ganz zu schweigen. Das Wort Trans kenne ich überhaupt erst seit kurzer Zeit aus dem Internet. Ich gebe mich immer für einen Jungen, einen Mann, habe mich immer für einen Jungen, einen Mann gehalten. Obwohl ich typisch männliche Aktivitäten hasse. Mein Cousin macht sich zum Beispiel immer darüber lustig, dass ich den Sportergebnissen nicht folge. Wahrscheinlich verstehe ich mich deshalb mit Mädchen besser. Schon immer. Mädchen behandeln mich oft wie ihre beste Freundin, der sie alles anvertrauen. Das liebe ich total. Mein Cousin lacht mich außerdem aus, weil ich Harfe spiele. Ja, das habt ihr richtig gelesen. Ich bin ein Kerl und ich spiele Harfe. Einfach weil ich das Instrument liebe. Schon seit ich klein war. Natürlich bin ich an meiner Musikschule der einzige Junge, der Harfe spielt. Hallo, ich bin H. Seysor. 23 Jahre alt, Transmann. Ich engagiere mich viel im LGBT-Zentrum meiner Stadt. Ein winzig kleines Zentrum. Die Stadt ist sehr konservativ und die LGBT-Community nicht besonders hoch angesehen. Was zum Beispiel bedeutet, dass wir keinerlei Unterstützung von der Stadt bekommen. Aber wir behelfen uns so gut wir können. Something, du erscheinst mir wirklich ziemlich verwirrt. Weißt du, nur weil du Harfe spielst und keinen Sport magst, bist du deswegen kein Mann. Die Gesellschaft macht uns glauben, Mädchen müssen dieses und Jungen jenes gerne tun. Aber es steht dir frei zu mögen, was und wen auch immer du willst. Gutes Statement. Something. Ich stimme dir voll zu, H. Sesso. Aber ich muss auch zugeben, dass ich in meinem ersten Post nicht ganz ehrlich war, beziehungsweise einen Teil der Wahrheit weggelassen habe. Okay, also letzten Juni war Jahresabschluss von meiner Musikschule. Das Konzert war super wichtig für mich. Alle Hafenspieler sollten das gleiche Bühnenkostüm tragen. Vor einigen Jahren hatte es schon mal einen Auftritt von einem Hafenensemble gegeben und die Kostüme von damals sollten jetzt wiederverwendet werden. Es stellte sich heraus, dass es damals auch schon nur Hafenspielerinnen gegeben hatte. Es gab also nur Kostüme für Mädchen. Für mich sollte daher etwas maßgeschneidert werden. Das hätte natürlich ein Weilchen gedauert. Unterdessen habe ich darüber gewitzelt, dass ich ja auch ein Frauenkostüm tragen könnte. Die Musikschule hat natürlich Nein gesagt, aber eine befreundete Harfistin, nennen wir sie V, hat mir ihres zum Spaß geliehen. Ich habe es anprobiert und dann ist etwas Komisches passiert. Eigentlich war das ja als Witz gemeint, aber ich habe mich im Spiegel angeschaut und stand wie unter Schock. Ich will nicht sagen, ich hätte mich gut gefühlt. In meinem Kopf lief alles durcheinander. Dann sagte V zu mir, sehr charmant, Fräulein Something. Natürlich war das zum Spaß, aber in dieser exakten Sekunde war ich glücklich. Ja, ich war glücklich darüber, dass sie das sagt. Ich hatte so eine plötzliche tiefe Freude, die aber sofort wieder verschwand, als mir bewusst war, dass das vielleicht bedeutete, was das vielleicht bedeutete. Und als mein Männerkostüm dann ankam, war ich irgendwie traurig und ein bisschen enttäuscht, dass ich das an meinem Konzert tragen musste. Was das alles bedeutet? Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie nicht mehr, wer ich bin. Am liebsten will ich nochmal ganz von vorne anfangen, als Frau. Aber das traue ich mich nicht. Hallo, ich bin Captain Capcake. Was für ein geiler Nick und vor allen Dingen auch was für ein geiler Avatar hier drüben. Und ich identifiziere mich als nicht-binär. Mein Alter verrate ich nicht, das ist auch überhaupt keine angebrachte Frage gegenüber einem jungen Nicht-Binären. Something, was du gefühlt hast, als du das Kostüm von deiner Freundin angezogen hast, kommt einer sogenannten Gender-Euphorie nahe. Davon spricht man, jetzt mal grob verallgemeinernd, wenn man sich fantastisch bei Dingen fühlt, die typischerweise dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. Gender-Euphorie bedeutet nicht unbedingt, dass du eine Transfrau bist. Dich selbst zu definieren, ist aber letzten Endes allein deine Aufgabe. Du musst herausfinden, was dich glücklich macht. Wenn du also noch einmal neu anfangen möchtest, weil du spürst, dass es das Richtige ist, dann tu es. Wohin es dich führt, wirst du dann früh genug erkennen. Vielleicht beschließt du irgendwann, dass es dir doch nicht gefällt.
Vielleicht ist es genau dein Ding und du willst dich nie wieder als Junge anziehen. Oder vielleicht findest du einen Mittelweg. Das Leben liegt vor dir. Pack es mit beiden Händen und genieße es. Das fand ich toll. Danke für die lieben Worte, Captain Capcake. Du machst mir Mut. Am Wochenende waren meine Eltern nicht zu Hause und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um mir Kleider und Make-up von meiner Mutter auszuborgen. Ich wollte einfach sehen, wie das ist. Und ich muss sagen, es hat sich super angefühlt. Ich bin vielleicht keine Schönheitskönigin, aber ich finde, ich muss mich nicht verstecken. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich vom Typ her ohnehin recht androgyn bin. Ich habe den Eindruck, es funktioniert. Ich habe eine riesen Lust, rauszugehen und Leuten zu begegnen und herauszufinden, ob sie mich als Mädchen sehen. Aber natürlich traue ich mich nicht. Cloneato hier. Ich bin eine 19 Jahre alte Transfrau. Alle um mich herum wissen Bescheid und akzeptieren es mehr oder weniger. Naja, keiner hat mich aus dem Haus geschmissen, aber dumme Bemerkungen muss ich mir trotzdem immer wieder anhören. Ohne geht es wohl nicht. Something, wenn du rausgehen willst, um zu sehen, ob man dich als wirklich als Mädchen erkennt, hier ein paar Tipps für dich. Zieh einen gut gepolsterten Push-Up-BH an. Wenn du keine langen Haare hast, zieh dir eine Perücke an. Schmink dich, lackier dir die Nägel und zieh Schmuck an. Pass aber auf, dass du es mit dem Schminken nicht übertreibst. Du willst schließlich nicht aussehen, als wärst du in einen Farbeimer gefallen. Winky Face. Mit Lippenstift und Mascara allein ist es nicht getan. Grundierung und Make-up gibt es in verschiedenen Hauttönen. Probier sie aus. Männer- und Frauengesichter unterscheiden sich. Versuche mit Schattiereffekten zu spielen, damit dein Gesicht weiblicher wirkt. Im Internet gibt es haufenweise Tutorials dafür. Und das stimmt. Wenn es um Schminktutorials geht, findet man Tonnen, Tonnen und nochmals Tonnen. Mach vorher ein paar Stimmübungen. Nichts verrät einen mehr als ein tiefer, rauchiger Tenor. Es ist dir bestimmt so oder so schon klar, aber ich sage es trotzdem. Bei deinem ersten Versuch solltest du es vermeiden, Leuten zu begegnen, die dich bereits als Mann kennen. Ja, das ist ein guter Tipp. Wow, Cloneato, danke für die vielen Tipps. Heute wollte ich zum ersten Mal als Mädchen vor die Tür. Mein Plan war, die Straße runterzulaufen und zu einem Bäcker zu gehen, wo ich sonst nie einkaufe. Aber meine Beine haben so arg gezittert, dass ich nicht mal 3 Schritte weit gekommen bin. Trotzdem gebe ich nicht auf. In meiner Stadt findet bald eine Sci-Fi-Convention statt. Die perfekte Gelegenheit, um es nochmal zu wagen. Schlimmstenfalls schauen mich die Leute komisch an. Aber dann kann ich ja immer noch sagen, ich hätte mich für die Convention verkleidet. Gar keine schlechte Idee. Eine super Idee! Außerdem wird es bei solchen Veranstaltungen allgemein kein Ausweis verlangt. Das heißt, du musst kein Dokument vorlegen, auf dem ganz klar männlich eingetragen ist. Oh, daran hatte ich nicht mal gedacht. Oh, Mann. Es gibt bestimmt 100 Sachen, an die ich nie denken würde. Angst. Nur Mut. Wir stehen hinter dir. Denkst du, du versuchst es? Ja. Ich habe sogar im Internet eine Perücke bestellt. Dann nichts wie hinter. Erzähl uns hinterher, wie es war. Von Age Says So. Nice. Und Captain Capcake. Okay. Ich komme gerade von der Convention. Es war super. Niemand hat mich schief angeschaut oder komische Bemerkungen gemacht. Und ihr werdet das nicht glauben, aber ich habe mich bei einem Brettspieltreffen eingetragen, der dort einen Stand hatte, mit weiblichem Vornamen. Das ist total cool. So ist sie also zu dem Brettspieltreffen gekommen, die Samira. Oh. Hey, cool, freut mich zu hören. Sag mal, sollen wir dich dann eigentlich in Zukunft weiblich ansprechen? Oder willst du dir das für das Brettspiel, für die Brettspielleute aufheben? Nee. Bitte nennt mich ab jetzt auch sie. Ich weiß, dass ich euch vertrauen kann. Hilfe! Ich weiß, falscher Thread, aber trotzdem, ich bin Hedibus, aber ich habe mein Passwort vergessen und deshalb habe ich mir einen neuen Account gemacht. Bloß mit dem Hedibus17-Account hatte ich Zugriff auf den VIP-Bereich und es wäre wirklich, wirklich blöde, wenn ich da nicht mehr reinkäme. Ich habe schon 2-mal das falsche Passwort angegeben. Beim 3. Mal wird bestimmt mein Account gesperrt. Also, hallo Hedibus17, Hedibus17-2. Okay, es wäre schön, wenn du nicht sämtliche Threads zuspammen würdest. Ich antworte dir trotzdem hier und überall sonst, damit alle anderen auch Bescheid wissen und ihr hier keine Panik schieben müsst. Wenn ihr das falsche Passwort eingibt, passiert nichts Schlimmes. Euer Account wird nicht gesperrt. Euch wird automatisch ein neues Passwort zugeschickt, und zwar an eure E-Mail-Adresse. Praktisch zu wissen. Mal ganz kurz so einen Blick in den Chat. Soll ich die anderen Threads auch alle durchlesen oder nur die, die uns auch wirklich in Anführungszeichen was angehen? Ich nehme einen Schluck Kaffee dabei. Vielleicht auch ein paar mehr. Naja, ich klicke mal schon mal auf den nächsten.
Dampf ablassen. Testi mal wieder. Falls ihr euch abreagieren müsst oder einfach mal darüber auslassen wollt, wer euch heute den Tag vermiest hat, hier ist der richtige Ort dafür. Jemand behandelt dich als Angehöriger des falschen Geschlechts, deine Familie ist mal wieder unerträglich, du musstest dir blöde Kommentare. Und Ferdi sagt alle. Okay, dann lese ich alle vor. Du musst dir blöde Kommentare von wildfremden Leuten anhören. Wenn ihr darüber sprechen wollt, seid ihr hier richtig. Einzige Regel: Bitte kommentiert die Erlebnisse von anderen nicht nach dem Motto, ach, hättest du einfach dieses oder jenes gesagt. Es ist schon schwer genug, wenn man im Alltag zu kämpfen hat. Dann muss man nicht auch noch daran erinnert werden, dass es 100 schlagfertigere Comebacks gegeben hätte. Simba, mir ist neulich was passiert. Kurz zur Erklärung. Bisher hatte ich mir nur die Haare kurz schneiden lassen und noch nicht mit Hormonen angefangen, weil ich erst noch meiner Mutter sagen will, dass ich trans bin. Lange Geschichte. Dann waren sie und ich einkaufen und in einem Laden nannte die Verkäuferin mich der junge Herr. Meine Mutter hat ihr einen vernichtenden Blick zugeworfen und sie sofort korrigiert, aber mein Herz hat einen riesigen Satz gemacht und ich habe mich so gefreut. Ich hatte das Gefühl, dann ist der Unterschied Mann-Frau in den Köpfen der Leute ja doch nicht so riesig. Wie cool. Ich habe manchmal auch solche Momente. Und zwar, wenn ich merke, dass meine Kollegen sich voll viel Mühe geben, wenn sie über mich reden, sagen sie eher. Und das geht mir runter wie Öl. Burrito-Kuhn. Auch ein schöner Nick. Einer Freundin aus Kindertagen gegenüber habe ich mich schon vor längerer Zeit geoutet. Und sie hat es damals sehr gut aufgenommen. Sie meinte, hätte kein Problem damit und es würde an unserer Freundschaft nichts ändern. Wir hatten ein längeres Gespräch, in dessen Verlauf sie mir erklärte, für sie wäre Geschlecht nichts als ein soziales Konstrukt und ein Phänomen unserer Gesellschaft. Und jetzt, 3 Jahre später, nennt sie mich immer noch sie. Ich habe mittlerweile eine richtige Wut. Ich habe keine Lust, sie ständig darauf hinzuweisen, aber manchmal denke ich mir, sie hat es einfach nicht begriffen. Ja, das ist allerdings frustrierend. Manche Leute meinen einfach, sie wüssten alles, sind dann aber echt keine Leuchten. Wenn Geschlecht tatsächlich nichts als ein soziales Konstrukt wäre, bin ich mir nicht sicher, ob wir so viel Zeit und Energie für Behandlungen und Veränderungen aufwenden würden. Wenn man merkt, dass deine Freundin sich nicht, man merkt, dass deine Freundin sich nicht wirklich informiert hat, sonst würde sie solche Sachen nicht sagen. Tja, ich mach's kurz. Heute durfte ich als Vorzeigefreund dienen. Mein bester Kumpel meinte, er würde sich profilieren, so nach dem Motto, schaut alle her, wie tolerant ich bin. Manche meiner besten Freunde sind Transsexuelle. Kein Gedanke daran, dass es mir vielleicht unrecht sein könnte, wenn er rausposaunt, dass ich trans bin. Das wollte ich einfach nur loswerden. Bitte was? Was denkt er sich? Und da stimme ich Captain Capcake voll und ganz zu. Am besten finde ich, wenn man mit Leuten weggeht und die den ganzen Abend lang Witze darüber machen, dass du jetzt bestimmt voll toll darin bist, wen auch immer aufzureißen, denn schließlich kennst du ja beide Ufer, oder? Ja, nee, ist klar, wir sind automatisch Weltmeister im Baggern. Von Hediboss. Ah, da hat er noch seinen alten Account. Oder er hat ihn wieder. Ich hatte schon mal Bemerkungen von Freunden, mal sehen, wie lange sie es noch bleiben. So von wegen, wehe, ich würde sie demnächst anmachen, schließlich sei ich ja jetzt trans. Als würde ich sie deshalb jederzeit anspringen. Oder als würde ich mit meinem Geschlecht auch gleichzeitig meine sexuelle Orientierung ändern. OMG, habt ihr gesehen, dass es im LGBT-Zentrum von Melbourne gebrannt hat? Scheiß, die Wand dann. Am 4. Oh, das war, glaube ich, schon nachdem Lola diese blöde Bitch angefangen hat, da Drohungen zu machen. Melrin, das ist ja auch der Ort, an dem Sam lebt. Das ist ziemlich, ziemlich dreckig. Was passiert? Irgendwelche homophoben Drecksäcke haben das Haus in Brand gesteckt. Ja gut, dann kann ich natürlich verstehen, dass Samira versucht, da sehr bedeckt zu sein. Oh Mann, in den Nachrichten kam gerade, dass zum Glück niemand verletzt wurde. Aber was macht dich so sicher, dass da Schwulenhasser am Werk waren? Im Fernsehen haben sie jedenfalls nichts davon gesagt. Das heißt gar nichts. In den Medien steht immer nur die halbe Wahrheit. Verbrechen aus Hass, das Wort nehmen sie natürlich nicht in den Mund. Aber ich schwöre dir, genau das ist der Fall, dass es Brandstiftung war. So viel steht bereits fest. Und wir bekommen seit 3 Monaten anonyme Drohschreiben. Haut ab aus Melrin oder wir fackeln euer Haus ab. So in dem Ton. Oh, dass Melrin nicht besonders LGBT-freundlich ist, wusste ich ja bereits. Aber sowas? Hey, aber sag mal, dein letzter Post klingt so, als wärst du selber Mitglied im LGBT-Zentrum in Melrin. Ist alles okay bei dir? Ja, ich engagiere mich da viel. Und jetzt gerade geht's mir alles andere als gut.
HSESO. Das sind eine ganze Menge persönliche Informationen über dich. Jeder könnte darauf schließen, wer du im echten Leben bist. Laut unserer Netiquette ist das eigentlich verboten. Es geht mir nicht darum, hier die Paragraphenreiterin zu spielen, aber ich möchte einfach, dass sich alle Mitglieder unseres Forums sicher fühlen. Das ist da, keine Sorge, Meron kennen mich eh alle. Und so sehr, wie uns gerade das Maul verboten werden soll, habe ich echt keine Lust, mich zu verstecken. Im Gegenteil, ich will so laut sein wie möglich und für unsere Rechte kämpfen. Ich halte so schnell nicht die Klappe. Gut gesagt, ich sehe es so. Danke für alles, was du tust und für alle Arbeit, die du ins Zentrum steckst. Ich hoffe, es wird bald wieder aufgebaut. Von Sampling. Das hoffe ich auch. Kann mich bitte jemand adoptieren? Ich halte meine Eltern nicht mehr aus. Ich adoptiere dich sofort, Sampling. Was ist passiert mit deinen Eltern? Achtung, langer Post incoming. Also, ich habe einen älteren Cousin, den ich gar nicht richtig kenne, weil er plötzlich aus der Familie verschwunden ist, als ich noch klein war. Ich habe bestimmt seit 10 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Seinem Bruder und mir wurde immer gesagt, er hätte sich einer Sekte angeschlossen und sei deswegen abgehauen. Ich habe das nie hinterfragt. So, jetzt lag letzte Woche in unserem Briefkasten eine Einladungskarte für die Hochzeit von besagtem Cousin. Und Wunder über Wunder, er heiratet einen Mann. Mein Cousin, den ich seit Urzeiten verschollen geglaubt habe, heiratet einen anderen Typen. In meiner Familie, dem homophobsten Clan der Welt. Ich meine, letzte Woche wurde noch darüber diskutiert, dass es ja wohl gut sei, dass es im LGBT-Zentrum gebrannt ist. Dass das LGBT-Zentrum abgebrannt ist. Und es stellte sich. Also, ihr könnt euch das ausmalen. Das ist eine fürchterliche Familie. Die arme Sam. Ich habe mit meinem anderen Cousin darüber gesprochen, also seinem kleinen Bruder. Und es stellte sich heraus, dass seine Eltern ebenfalls eine Einladung bekommen hatten. Er hat die Karte im Arbeitszimmer von seinem Vater gefunden, sich die Kontaktdaten gemerkt und dann seinen Bruder angerufen. Und dann stellte sich heraus, dass die Geschichte mit der Sekte erstunken und erlogen war. Er ist vor 10 Jahren nicht plötzlich auf religiöse Abwege geraten, sondern, und jetzt kommt's, seine Eltern haben ihn vor die Tür gesetzt, weil er am selben Tag versucht hat, sich bei ihnen zu outen. Und seitdem weigern sich seine Eltern auch nur ein Wort mit ihm zu sprechen. Das ist. Da muss ich mich mal kurz was zurücklehnen. Das ist ziemlich krass. Ja. Das hier ist natürlich alles Fiktion, aber ich kann mir absolut vorstellen, dass es solche fürchterlichen Leute gibt. Wie furchtbar. Aber warum hat er sie dann zu seiner Hochzeit eingeladen? Verstehe ich nicht. Naja, manchmal ändern sich Leute ja. Das ist vielleicht ein Versöhnungsversuch von Samthings Cousin. Auf jeden Fall ist es super mutig. Mutig, aber nutzlos. Die Einladung ist in den Müll gewandert. Was für scheiße Eltern, ohne Witz. Naja, jedenfalls weiß ich, worauf ich mich gefasst machen kann, sollte ich es eines Tages mit einem Coming-out probieren. Nicht unbedingt Something. Vielleicht haben deine Eltern dir das mit der Sekte ja auch nur erzählt, weil sie das so von deinem Onkel und deiner Tante gehört haben. Das habe ich auch erst gedacht, gehofft. Also habe ich sie danach gefragt. Das Gespräch lief ungefähr so. Ich habe gesehen, dass mein Cousin uns eine Hochzeiteinladung geschickt hat. Meine Eltern, ja, wie dreist kann man sein, uns zu seiner Kultzeremonie einzuladen? Aber eine Hochzeit ist eine Hochzeit. Ist doch cool, oder? Meine Eltern, papperlapapp, eine Hochzeit ist zwischen Mann und Frau. Das da ist eine scheußliche Anomalie. Sowas machen die in der Homo-Sekte. Homo-Sekte. Also, nicht Wort für Wort, aber so ungefähr. Oh, ja, ich der Hammer, deine Eltern. Und dann haben wir wieder den Hedy Boss Post. Und dann haben wir wieder den Tessie Star Post. Ich merke gerade, dass die Musik irgendwie aus ist. Dann. Machen wir die doch wieder an. Zack. Und da ist sie wieder an.